Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 The Journey. Letzte Folge haben wir, hoppala, erfolgreich gegen Dortmund verloren und waren der Chancentod im Endeffekt im Spiel. So müssen wir das sagen. Und jetzt wollen wir mal wieder in das soziale Netz schauen, was wie Twitter aufgebaut ist. Gareth Walker, Mr. Alexander, laut den Medien steht Liverpool vor einem Transfercoup. Eines Tages geht es bei solchen Meldungen um uns Mann. Okay. Wenn er meint, Joaquin Gallo. Mr. Alexander, kümmere dich nicht um die Transfergerüchte, das sind Gerüchte, mehr nicht. Danny Williams, Mr. Alexander, Liverpool will angeblich auf den Transfermarkt zuschlagen. Ist die Kasse zu leer für mich? Für fünf von deiner Sorte reicht's. Penner. Michael Taylor, die Rising Stars Client Mr. Alexander und Real Gas Walker haben heute einen Vorgeschmack auf die Zukunft gegeben. Im Blick behalten. Ja, leider. Wir waren der Chancentod in diesem Spiel, muss man zugeben. Wir hätten besser agieren müssen. Na dann, ab zum nächsten Spieltag. Liverpool gegen Real Madrid. Schauen wir mal, ob wir diesmal von Anfang an dran dürfen oder ob wir wieder nur Zuschauer sind. In der Kabine geht es uns gut. Wir haben unseren Ball mit vom Opa. Sind leider nur Auswechselspieler diesmal. Das bedeutet, wir setzen uns mal auf die Bank und halten uns fit für etwaige Einsätze gegen Cristiano Ronaldo und seine Kumpanen. Schade. Aber wir sind fokussiert. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir tun müssen. Das werden wir auch versuchen. Im Spiel gegen Real Madrid. Damit herzlich willkommen in der Field Goal Arena. Wo ist der Alexander, der nur auf der Bank sitzt? Ja, wir sitzen nicht auf der Bank neben uns. Gas Walker, der genauso wenig seine Einsatzzeit bekommt wie wir in diesem Spiel. Wir müssen zusehen und hat die Latte und gehalten. Puh, Glück. Ja, werden wir fast in Rückstand geraten, aber unsere Fans halten uns die Treue. Die rote Wand ist nicht gereist, so wie es sich gehört. Kein Foul. Was? Okay. Schiedsrichter ist auch nicht auf unserer Seite in diesem Spiel. Sturridge hat sich verletzt. Ja, mit diesem Bart hätte ich mich auch verletzt. Wir sind fit. Wir kommen. Alexander ist bereit. Beeindrucke den Boss. Passspiel. Ich bin übrigens in 10 erfolgreich Pässe. Bricht den Mann, gewinnt das Spiel. Okay. Die Pässe könnten wir hinbekommen. Aber ob wir auch das Spiel wenden können, bezweifle ich mal, aber gut. Wir werden alles geben. Erster Pass. Zweiter Pass. Was? Okay. Ja, schlechte erste Sequenz von uns. Ich stehe gleich mal dezent. Abseits. Aber beim Abspiel, ja, leider. Einen Schritt zu schnell für diese Welt. Kann man hier nur sagen. So, wir müssen defensiv auch mitarbeiten diesmal. Das ist was Neues für uns. Neue Erfahrung. Und schlecht gestanden gleich mal. Super. Hier raus. Hier raus. Hallo, hier stehe ich. Hier. Ja, das war schlecht. Und den holen wir uns. Ja, Alexander. Wie gesagt, guter Pass. Geht der? Ja, wir holen uns den Ball nochmal. Schade, Lienhardt. Österreich auch dabei bei Real Madrid heute. Peter Lienhardt. Darf gegen Liverpool spielen, aber wir müssen ihn trotzdem eins einschenken, ob wir wollen oder nicht. Das ist leider so. So, hier, hier. Ah! Wird der Ball abgelenkt von einem Mitspieler. Zuliegt meine Position ist unterbesetzt. Wieso? Wieso bewegen wir uns in die Mitte so weit hinein? Ach Gott, wieso machen wir den Wechsel so? Das gibt's doch nicht, dass wir hier so schlecht stehen. Wir haben noch 28 Minuten um den Ausgleich. Oder das sieht doch so zu. Nein! Und das ist der gelbe Karte im Spiel gegen Gallo. Joaquin Gallo. Schade. Ja, hat sich abgezeichnet. Harte Gangart bei uns heute. Was kurz? Daneben zum Glück. Zum Glück für uns, dass hier nicht genau gezielt wurde.
Aber wir machen uns langsam. Wer steht heute bei uns im Tor? Alex Manninger wieder. Also zwei Österreicher am Feld. Peter Linhardt, Alex Manninger. Wir sind ja Engländer mit Alex Hunter. Meines Wissens nach. Aber es könnte mich auch täuschen, mein Wissen. So. Spielmann den Ball. Geh weiter. Ja, bleib so stehen. Nein, der hat ihn. Stark gespielt. Schade. Es wäre gut gewesen. Gut gemeint. In den Strafraum hineinziehen von uns, aber. Wieso? Oh, gehen wir drauf. Natürlich gehen wir drauf. Was soll das? Wir müssen Real unter Druck setzen. Ach, Klopp spürt, hier geht etwas. Jürgen Klopp spürt, dass in diesem Spiel etwas geht. Und wir fliegen wieder rüber. Gibt's doch nicht, muss man. Ja, müssen wir besser agieren lernen noch. Das war jetzt schlecht. So, kurze Pause in der Mitte. So. Ball halten. Flanke. Schade, Mané kommt nicht zum Ball. Schlecht gespielt von uns in diesem Sinne. Ah, jetzt laufen wir in den Konter von Real. Ah, da helfen wir aus hinten, logisch. Da spielen wir links im Mittelfeld heute. Wir wollen ja zeigen, dass wir das auch können. So. Zack, da sind wir da, haben den Ball und retten ihn für unser Team. So, zack. Da gehen wir weiter, wieder auf den Flügel raus. Wow. Ja, der kommt an. Das heißt, ein schlechter Pass. Ist angekommen, Mensch. Aber da kommen wir nicht mehr hin. Keine Chance für uns, an diesen Ball heranzukommen. Schade, schlecht gespielt. Da wäre mehr drin gewesen für uns. Da sind wir zu weit hinten. Da gehen wir drauf und schade, wieder nicht geschafft, den Ball zu erobern. Wir haben noch 12 Minuten in der regulären Spielzeit hier. Jetzt wird nach hinten gelaufen. Hallo hier. Was ist das? Hat man sich doch ein schlechter Pass angerechnet? Nee, gut. Wäre noch schöner gewesen. Manninger holt sich den Ball nicht. Und da ist ein Verteidiger rutscht daneben. Ja, nicht schlecht. Das war gerade wie in einem schlechten Disney-Film. Aber gut, Pepe kommt für Hakan oder wie auch immer geheißen. Hakim. So, wir sind unser Anspielpartner hier. Gibt's keinen. So, ja, dann gehen wir in den Zweikampf, verlieren den Zweikampf. Gegen uns? Was? Gibt's doch nicht. Ja, stehen wir im Weg. Ist okay. Gegen Pepe spielen wir hier, so. Da stehen wir richtig. Hunter steht goldrichtig für diesen Ball. Ja, da waren wir zu schnell. Den holen wir uns und da schlägt er den Ball einfach mal nach vorne. War nicht schlecht. Ja, da brauchen wir nicht drauf gehen. Der ist weg. So schnell sind wir nie im Leben. Jürgen Klopp langsam angefressen. Spürt doch nicht mehr dieses Verlangen, dieses Spiel hier unbedingt zu gewinnen. So wie ich das sehe. In seiner Körpersprache. Aber sage niemals nie, Jungs. Sage niemals nie. Wir sind Liverpool. Wir versetzen Berge. Und wir gehen nie alleine. Das war jetzt ein blöder Spruch. Da gebe ich zu. Ja. Nein. Wieso macht er das Tor nicht? Wieso geht er nicht noch? Ein zwei Schritte weiter. Gift durch. Entschuldigung. Das hat sich etwas laut. Das musste sein. So. Gib mir den Ball. Schieß aufs Tor. Ja, wir machen das Tor. Ja! Siegtreffer, wir waren irgendwie dran beteiligt. Irgendwie, lauf hin. Ja, freilich. Hallo. Ja. Wir haben zwar vieles falsch gemacht in dieser Situation. Hier hauen wir einfach wahllos drauf und leisten damit eine Torvorlage für Firmino. Das Ganze in der 90. Minute. Und ich glaube, dieser Sieg geht
auf unsere Kappe. Also für Liverpool. Das heißt, ihr schlechtes Timing und 6.2. Hallo, sauft ihr alle? Das gibt's doch gar nicht. So schlecht haben wir jetzt nicht gespielt, würde ich sagen. 6.2, die Torvorlage geht auf unsere Kappe. Nicht auf eine andere, aber gut. Das werden wir noch sehen, wer die Torvorlage bekommt. Aber Roberto Firmino macht das 1-0 für uns. Wir waren maßgeblich daran beteiligt, nur ob das FIFA auch so sieht, ist die andere Frage. Gareth Walker, wir waren nicht im Spiel diesmal. Noch ein paar Höhepunkte. Gallo mit seinem Gelbfoul. Schade, dass hier Gelb gegeben wurde und hier hätten wir es also machen müssen. Aber ja, gut. Schauen wir auf unsere Bewertung. Trainerfeedback. Als Stürmer musst du nicht nur bloß Tore erzielen. Du musst auch den Ballbesitz in der Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Du musst am Timing über Zweikämpfe arbeiten. Gute Passtechnik, deine Querpässe sehen sehr gut aus. Wir haben 44 Minuten gespielt, haben 2 von 3 Sachen abgeschlossen. Ja, die Vorlage gilt nicht für uns, schade. Wieso gilt die Vorlage nicht für uns? Ja, werden wir so schnell nicht erfahren. 1-0, 2-2 gewonnen in der Vorbereitung, einmal verloren. Guter Schnitt. Für die ersten 3 Spiele. Letztes Vorbereitungsspiel. Dass es kein Sieg geworden ist, ist sicher enttäuschend. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Hat die Verletzung eine wichtige Rolle gespielt? Sí, tuvo mucho, pero Alexander tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Okay. Hier werden wir gelobt von unseren Gegnern. Auch nicht schlecht. Startelf-Bonus nichts, Torschützen-Bonus nichts. Unseren Werten hat sich leider nichts geändert. Transferwerten und Einnahmewerten. Social Media. Finden wir neue Freunde. Neue Follower. Unsere Attribute schießen maßgeblich in die Höhe. Ah ja, wenn man es sehen will. Und wir schrammen an der 62. Gut. Schauen wir, wie es weitergeht mit uns. Hier in FIFA 17. The Journey. Zurück in unserem Luxuszimmer mit 1, 2, 3 Bildern, einem fetten Fernseher, einem Superscreen, der da steht. Und schauen wir, was das soziale Netz über uns sagt. Marianne Fraser. Wer ist Mr. Alexander? Vielleicht mein neuer Lieblingsspieler? Ja, vielleicht. Sicher doch, oder? Catherine Hunter. Mr. Alexander und Rilgas Walker, ihr wart als Kinder schon ein super Sturmduo und ihr seid es immer noch. Mama, wir haben gar nicht zusammen gespielt. Aber gut. Mutti verfolgt das Spiel anscheinend nicht so wie wir. Aber ja, was soll man machen? Ist so, kann man nicht ändern. Wir sind wieder in Seattle und schauen, was uns die Reise nun bringt. Real Madrid, Mann. Ich weiß, Mann. Ich kann's auch nicht glauben. Hey, das war richtig gut, Mann. Die wissen, wer wir sind. Ist bloß ein Testspiel. Gemeinsam auf dem Rasen. Unfassbar. Wir müssen jetzt hitzköpfig sein. Wir müssen einmal den Hitzkopf rauslassen. Oh, die wissen jetzt, wer wir sind. Wahrscheinlich wollen die uns kaufen. Und die Bayern auch. PSG ganz sicher. Die starten ein Wettbieten. Ja, um mich. Du bist bloß eine Dreingabe. Ja. Träum ruhig weiter. Weißt du, was so abgefahren ist? Gestern noch spielen wir in Ab-14 Klappem und heute spielen wir gegen Los Blancos vor den Augen von zehntausenden verrückten Fans. Gewöhn dich dran, Mann. Wir sind jetzt mittendrin. Nachdem unser bester Mann ausgefallen ist, wer weiß, wie lange wir jede Abwehr der Premier League abzocken werden. Du machst die Pässe, ich die Tore. Ich mach das schon. Hoffentlich bekommen wir eine Chance. Wir sind ein tolles Duo. Hoffentlich bekommen wir mal eine Chance in der Premier League. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir hier in der Vorbereitung gut waren, dass wir in der Premier League spielen. Hoffentlich gibt uns der Trainer eine Chance nach dieser Tour. Klar, wir verdienen eine Chance. Alter, keine Abwehr kann's mit uns aufnehmen.
Euer Selbstbewusstsein ist super. Aber in Mathe schwächelt ihr etwas. Bitte was, Toro? Meinen Berechnungen nach ist derzeit nur einer unserer Spitzenstürmer verletzt. Und zwei für einen funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Haha, gute Ansage. Von Alexander zu Gas Walker. Der irgendwie hier etwas abhebt gerade, wie ich finde. Aber gut. Aber gut, das werden wir nicht verhindern können. Oh, wieder in unserem Zimmer. Mehr Follower. Ja, das hat sich nicht sehr viel verändert. Wir haben einen gelben Smiley in unserem Kasten. Ja, ja. Jedem das, was er verdient. Ja, ja, ja. Alexander, die Trophäe. Naja, ich würde sagen, wir haben schon viel erlebt diesmal. Deswegen machen wir hier wieder ein kleines Päuschen und schauen, was uns die nächste Folge bringen wird von FIFA 17 The Journey mit Alexander. Ja, lebt sportlich, bleibt gesund. Ihr wollt mal gegen mich spielen online und ich schneide mit oder schneide nicht mit, das könnt ihr selbst entscheiden. Meldet euch per PN oder per Facebook, Twitter, Instagram, was gibt's noch, keine Ahnung, wurscht. Meldet euch und ich werde mich bei euch melden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.